the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. Hey, wie ihr wisst, habe ich ja schon einige dieser EOS DIYs gemacht. Und zwar einen Radiergummi-USB-Stick, eine Nagelfeile. Und im Rahmen meiner Back-to-School-Reihe habe ich heute ein EOS Highlighter für euch. Ich finde die Idee super süß und super cool. Ich habe sie im Internet gefunden und dachte, das probieren wir mal aus. Ich muss sagen, es ist wieder so ein Live-Test. Ich habe es noch nicht gemacht, wenn ich das Intro drehe. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran, wir legen direkt los. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder eine Verlosung. Als allererstes braucht ihr natürlich so ein EOS Lip Balm. Ich muss sagen, ich habe jetzt extra für dieses Video eingekauft, einfach weil ich keinen mehr hatte, der irgendwie aufgebraucht war oder so. Aber es ist natürlich ein bisschen schade. Ich habe natürlich schon so ein paar dieser Videos gedreht, von daher sind die dafür immer alle draufgegangen. Aber ich habe den erstmal abgeschnitten und dann so gesäubert. Ihr könnt ganz leicht mit dem Messer da untergehen und dann habt ihr dieses Mittelstück, das könnt ihr dann auch leicht säubern. Ein bisschen schwieriger wird es dann bei dieser Kappe in dem Deckel. Da müsst ihr dann einfach zum Beispiel mit irgendwas Spitzem untergehen. Ich hatte jetzt hier so einen Schraubenschlüssel und beziehungsweise Schraubenzieher und dann bin ich da so untergegangen. Und dann konnte ich es rauslösen. Dann habe ich, wie ihr gerade seht, mit dem Cuttermesser drumherum geschnitten. Da ist nämlich so ein Plastikrand. Seid da wirklich vorsichtig, nicht, dass ihr euch irgendwie schneidet, weil ich habe mir fast so ein bisschen in die Finger gehakt. Also es war sehr knapp. Und ja, dann könnt ihr es so eigentlich abziehen. Und dann sollte das eigentlich eine ziemlich glatte Fläche ergeben. Und dann müsst ihr, und das ist auch nochmal ein bisschen komplizierter, dieses Mittelteil in diesem Mittelstück entfernen. Und das, ja, ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man da wirklich vorsichtig immer nach und nach eine Zacke nach der anderen abschneidet. Dann könnt ihr das letzte Stück zum Beispiel so rausdrehen. Achtet nur darauf, dass ihr das möglichst nah am Ansatz macht, dass da eben nicht so viele von diesen Reststücken sind. Und dann braucht ihr eine Heißklebpistole. Die habe ich genommen, um oben ein Loch praktisch reinzuschmelzen. Und das habe ich wirklich von beiden Seiten gemacht, damit das Ganze auch eben glatt wird und nicht irgendwo da Plastik absteht. Und das müsst ihr so lange machen, bis euer Textmarker da reinpasst. Dann habe ich mir meinen Textmarker genommen und habe den oben abgeschnitten. Seid vorsichtig, dass ihr nicht zu weit reinschneidet, weil ihr wollt dieses Stück, was da rausguckt, was ihr gleich sehen werdet, nicht durchschneiden. Also das besteht einfach wirklich nur aus Mine und dann diesem oberen Stück. Und diese Mine, wie ihr gerade seht, dieses Teil, was da so rosa ist, habe ich dann auch rausgenommen. Und das ist jetzt hier dieses obere Stück, was ihr, wie gesagt, nicht kaputt schneiden solltet. Und dann kommen wir auch schon zu diesem langrosanen Etwas. Das habe ich abgemessen, habe es ins untere gehalten und so abgeschnitten, dass es eben da reinpasst. Das wird nämlich dann auch wieder nachher zusammengesteckt, damit einfach praktisch der Textmarker noch Saft hat und auch Farbe hat. Also ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. Dann kommen wir zu dem Zwischenstück. Da müsst ihr dieses Plastikteil, diese Kappe da oben reinkleben. Da habe ich auch die Heißklebepistole verwendet und das funktioniert wirklich sehr gut, trocknet auch sehr schnell. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das anmalen. Ich habe jetzt hier gelbe Acrylfarbe genommen, hat sehr gut funktioniert. Könnt ihr zum Beispiel mit einem Föhn schneller trocknen lassen, dann geht das Ganze ein bisschen zügiger und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Und dann steckt ihr einfach von unten euren oberen Teil von dem Textmarker da rein und unten drückt ihr dieses, ja, diese Mine praktisch da drauf, sodass das eben ja praktisch Saft hat und dann steckt den ganzen EOS wieder zusammen und dann seid ihr auch schon fertig. Also der letzte Teil ist super einfach und wenn man das wirklich einmal gemacht hat, dann macht man das direkt danach im Schlaf. Und mir gefällt es sehr gut. Der Textmarker funktioniert auch bis jetzt noch sehr, sehr gut. Also deswegen ist das untere Stück eben auch sehr, sehr wichtig. Und ich finde es einfach eine coole DIY-Idee. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn ihr das nachmacht, dann schickt mir auf jeden Fall gerne Fotos auf Twitter oder Instagram. Ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert und eigentlich doch sehr leicht ist. Also die Schritte in der Anleitung kamen mir einfach nur ein bisschen länger und komplizierter vor, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und wie versprochen gibt es natürlich heute auch wieder eine Verlosung und zwar ein Überraschungspaket mit verschiedenen Sachen aus dem neuen Essence-Sortiment sowie noch ein paar anderen Kleinigkeiten. Also lasst euch einfach überraschen. Da sind wirklich unterschiedlichste Produkte drin, ob jetzt zum Beispiel Paletten oder Lidschatten oder Lippenstifte, Nagellacke, alles Mögliche. Und wie immer wird die Verlosung auf Instagram stattfinden. Liked einfach dieses Foto, folgt meinem Instagram-Account, schreibt, dass ihr teilnehmen wollt und schreibt auch einfach, was da unter diesem Bild steht. Also meistens eine Frage, weil sonst sind die Kommentare sehr langweilig mit ich nehme teil, ich nehme teil, ich nehme teil. Und ansonsten werde ich den Gewinner wie immer nach einer Woche auslosen und dann per Insta direkt anschreiben. Und dann lasst mir gerne Feedback da, ob ihr ein richtig cooles DIY-School-Supply-Video sehen wollt. Weil da habe ich schon was richtig Cooles mit wirklich süßen Ideen.
Also freut euch da drauf und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Da kommt es sogar vielleicht als nächstes. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!